Besser? Du hast doch was anders gemacht. Nein, jetzt bist du nicht mehr leise, jetzt bist du weg. Naja, gut, Flo, dann, Ich höre dich wieder. Was, du hörst mich? Ja. Gut oder schlecht? Bisschen blecherner als sonst, aber es ist okay jetzt. Ja, blechern liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade mein Bluetooth-Headset verwende. Ich werde mal versuchen, zurück in diese Badewanne zu steigen. Okay. Die Badewannen sind toll. lustigerweise auch blaues Wasser hat. Nein, nicht die Verbindung trennen. Ah! So, hallo Flo. Na? Hallo, Mensch. Ah, sag nicht Mensch zu mir, meine Frau hat das heute schon gesagt. Deine Frau hat meistens recht. Mist. Ich befürchtete Ja. sowas schon. Über Weihnachten haben sie ein paar Situationen ergeben, wo ich mir dachte, verdammt, ja, das ist nicht. Ach. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich das überhaupt nicht gut finde. Dela hat ein völlig falsches Bild von Aus der Badewanne Podcast vermittelt. Das ist viel schwieriger, als es wirklich bei ihr immer klingt. Wenn wir das nächste Mal ein bisschen eher planen, dann probiere ich das auch mal. Aber ich glaube, ich muss erstmal, ich habe hier über meinem Stuhl so viele Klamotten hängen, dass ich keinen Platz mehr drauf habe. Mein Gott, so viele Hosen. Wo kommen die denn her? Ja, wenn du nie welche trägst, dann muss ich gehen. Ich ertrage sie nicht, das ist was anderes. Falls ihr euch wundert, dass wir heute anders klingen, wir sind heute unsere eigenen Wichtel. Oder so. Ach ja. Und Weihnachten überlebt. Ja. Und du? Nein. Der Nachteil an Weihnachtsbäumen ist ja, man kann sich nicht daran aufhängen. Es sei denn, man ist eine Kugel, aber da arbeiten Hast wir du es noch gerade dran. fett genannt? Ja. Wie mein Opa. Hat er dich auch fett genannt? Der hat mich auch fett genannt. Ah, da wird er recht dann. Das hat er auch gesagt. Junge, ich muss dir was gestehen. Deine Oma und ich sind sehr enttäuscht von dir. Schön wär's, weißt du? Oma sagt, Mensch, du hast ja abgenommen. Und der Opa fällt dir ins Wort mit, nee, hat er nicht. Guck dir doch an, wo soll denn der abgenommen haben? Überhaupt nicht. Der sieht aus wie dieser eine Igel aus dieser Kindersendung. Google gerade Ach, Igel ach, ach. Kindersendung. Ich weiß, welchen du meinst, Mickey. Ja, genau. Das stimmt sogar, du siehst ihn ähnlich. Ja, Aber ich weiß. ich guck mal, ob es noch andere gibt. Vielleicht gibt es ja noch einen coolen Igel, was Ja, du sagen Sonic. kannst. Nein, ich sagte einen coolen Igel. Ach, Der es ist. Nachteil. Warte mal, ich muss hier kurz mal an meinem Gerät rummanipulieren. Das klingt toll. So. Ja, das dachte ich mir. So, besser? Ich weiß nicht, ob dir nicht zugehört. Ja, sagen wir ja. Ach ja. Vielleicht bist du ja der Igel aus Yoshi Gwutumane.
Ich kann kein Russisch. Das ist ein russischer Zeichentrickfilm auf Deutsch, sowas wie Igelchen im Nebel von 1975. Und dieses Bild, das da bei Wikipedia drin ist, ja, das könntest du sein. Also du könntest eher die verstörende Eule sein, die da runter guckt, aber. Igelchen im Nebel Ja. könnte aber auch ein Stephen King-Buch sein. Ja. Au, da hat mich was gestochen. Oh mein Gott, nein. Nein. Ach ja. Gibt es eigentlich Wehrigel? Ja. Gut. Na, sehr Igel. Sonic the Werehog. Du hast lustige Geräusche, die du machst. Und ich rede nicht von den lustigen Blubberblasen, die du Ja, sonst wie immer war machst. Weihnachten so? Ich habe nur deine Twitter-Bilder meistens gesehen und war sehr. Du Was ist bist ich sehr abgehackt. Und hörst mich vermutlich gar nicht. mache ich denn sonst? Dim, dum, dim, dum, dim, dum. Du bist wirklich sehr abgehackt. Na ja, gut, dann lese ich in der Zwischenzeit weiter Jim Wikipedia war vor. abgehackt. Sprich mal mehr. Ich bin dann amputierter mit Podcast. Es ist immer noch zwischendrin so ein bisschen, aber es ist schon besser. Ich finde diese russischen Briefmarken aus dem Jahr 1988, Nein. die komische Märchen drauf haben, interessant. Zum Beispiel hier das bucklige Ja. Pferdchen. Das klingt wirklich nach Okay. einem russischen Märchen. Oh. Bin ich immer noch zerstückelt? Ja, nein, nein, diesmal glaube ich nicht. Okay, dann bleibe ich einfach genauso liegen. Okay. Was ist denn das für eine Briefmarke? Die Russen hatten vor 30 Jahren echt coole Briefmarken. Ja, das stimmt. Ach ja, ne, Weihnachten war Habe ich dich ich. schon gefragt? Bitte du. Ja. Nee, ich wollte gerade fragen, habe ich dich schon gefragt, wie dein Weihnachten war? Also, ja, relativ ruhig. Ich habe Gut. gekocht und gegessen und sonst nicht viel gemacht. Ja, ich habe da diese lustigen Bilder auf Twitter gesehen von deinem Essen und war ein bisschen neidisch. Oh, es war nicht schlecht. Drei Sorten Glaube Fleisch, drei ich. Sorten Fisch und ein paar Beilagen. Geht schon. Ja. Ich habe sogar hinbekommen, dass alles pünktlich fertig war gleichzeitig. Sehr schön. Am 26., also gestern, haben wir auch hier Weihnachtsessen für die Familie gemacht, also für der Frau ihrer Familie, weil die Frau hat Geburtstag gehabt. Und da haben wir es auch geschafft, dass alles pünktlich fertig ist, rechtzeitig, dank der Mikrowelle. Ja, gestern war ich auch auf einem Geburtstag, also am 26. Und der Patenkind ist jetzt schon 12.
Das heißt jetzt ein der Paten Heranwachsende. Oh. Ja. Was aber hast du ihm geschenkt? Schläge, wie immer. Tradition soll man nicht brechen. Da kann man in dem Alter was planen. Ja. Ja. Nein, er wollte eigentlich nur Geld. Kann ich verstehen. Will ich auch. Ja, schon. Ja, haben wir das auch wieder überlebt. Ja, wieder ein Jahr Ruhe. Naja, es kommt noch dieses andere Fest da mit dem Bumm und den Leuten, die sich Körperteile absprengen. Karneval. Und, ja. Karnekrawall. Ich war heute auch schon in der Badewanne. Ich wollte eigentlich viel früher und habe nur auf die Post gewartet, bis ich dann irgendwann entschieden habe, so, ich gehe jetzt. Nein, sie kam nicht. Sie kam heute gar nicht. Ja. Aber stattdessen habe ich mich halt geärgert, dass ich gewartet habe so lange. Ach, das lohnt sich nicht, Flo. Ärgern macht nur graue Haare. Nein. Bei mir fallen sie aus durchs Ärgern, weil ich daran reiße. Ah, gut. Dann haben wir da andere Herangehensweisen. Ja, deine Haare sind zu kurz, um daran zu reißen. Und zu stachelig, Igelchen. Ich sehe ja wieder aus wie diese Igel. Ja. Und dicker geworden bist du auch noch. Ja. Hast du nicht gesagt, Mensch, Opa, du bist aber alt geworden. Du riechst auch schon ganz komisch. Ich kam nicht dazu, weil er ziemlich Lorio-eske Ausführungen anschloss. Über die Unterschiede zwischen Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen, reine Klaude und Wasserlatschen. Aha. Mhm. Er war also betrunken. Nein. Opa trinkt nicht. Mehr. Aber Oma trinkt wegen Opa. Nein, Oma trinkt nicht wegen Dings. Ach. Dings. Mordlust. Ah. Hast du die andere Seite hier ein bisschen warm? Ich muss mich kurz umdrehen, damit die andere Seite nicht trocken wird. Du bist wie so ein Wal. Das hat echt so ein bisschen was von SeaWorld. Fehlt nur, dass meine Frau mich mit Shrimps füttert. Soll ich sie anrufen? Die ist noch unterwegs, die kann Shrimps mitbringen. Das wäre eine Idee. Wobei, ich habe genug Schnitzel da. Ja, das las ich vorhin. Es gab hier eine gewisse Schnitzel-Eskalation. Meine Frau bestellt nämlich beim Metzger 10 Schnitzel. Was uns nicht klar war, ist, dass die Mengenangabe den Schnitzel durchaus nicht beschreibt, wie groß diese Schnitzel sein soll. Ein Schnitzel, eine Sau. Sagen wir so, wir haben gestern für 8 Leute Schnitzel gemacht. Also so 12 Stück. Und heute nochmal 25. Ja. Ja. Geht doch. Ja. Jetzt werde ich ganz viel Schnitzel einfrieren.
Oder ich mache einen gemischten Schnitzelsalat. So ein halbes Glas Mayonnaise da, bisschen Erbsen, Jo. Fleischwurst, Schinken. Eisgekühlter Bommerlunder. Schrimps. Sowas in der Art. Meine Schwester hat Nussschnaps gemacht. Also, geht schon, geht schon. Niemand braucht deine Leber. Ach, Leber werden total überbewertet. Nächstes Jahr kriegst du dann zu Weihnachten Hendrik Stopfleber. Ja, dann mal abwarten. Wenn der Stöpsel aufgeht, du liegst dann da im Trockenen. Du weißt ja, irgendwann bläst du auf und platzt, wie so ein Wal. Ah, der Stöpsel. Nein, der andere. Der mit dem Schweif, mein Seepferdchen. Habe immer so ein bisschen Angst, dass gleich ein Japaner mit Harpune reinkommt. Ja. Das ist ein bisschen Das wäre der ein echt Nervenkitzel interessanter beim Podcast. Also, wenn das passieren würde, würde ich die Folge für den Podcastpreis nominieren. Most Ach, passt. unexpected Todesfall in a Podcast. Ach ja, das wäre schön. Endlich ein Preis. Ja, ich stelle dann neben deine Ohren auf dem Kamin. Ausgezeichnet. Oder vielleicht hängst du auch dann über dem Kamin, weißt du, so auf ein Brett festgemacht. Ja, und daneben ein Bild von einem Japaner, der so eine Handgeste macht. Ich habe mal einen gefangen, der war so Ja. groß. Ach. Nein, ich hatte ja auch Fisch. Ich hatte mir Rotbarbe besorgt, Ja. weil irgendwie finde ich den lecker. Kriegst du Okay. halt aber nur selten. Deswegen habe ich da ein bisschen länger gesuchen müssen. Und dann Jakobsmuscheln und Garnelen. Und dann hatte ich Rehrücken im Baconmantel, Rindersteak und Entenbrust. Das klingt schon verdammt lecker. Die Ente war wieder 2 Stunden im Ofen, so bei 70 Grad. Und dann kurz in die Pfanne mit der Hautseite. Und das andere war alles kurz in der Pfanne und kam dann noch in den Ofen, damit alles pünktlich fertig ist. Ach ja. Das Einzige, was nicht ganz so geklappt hat wie geplant, war das glasierte Gemüse. Das hatte ich Okay. ja vorher im Ofen ausprobiert. Und weil ich da ja keinen Platz hatte, habe ich gedacht, okay, geht auch in der Pfanne. Geht auch in der Pfanne. Aber es wäre dann doch im Ofen ein bisschen besser gewesen. Und ich hatte, glaube ich, ein bisschen Ja. viel Zitrone dran. So dass ich es dann nach dem Probieren nochmal aus der Pfanne raus in den Sieb abgespült habe, zurück in die Pfanne, neu gewürzt. Ach ja. Aber es war dann essbar, so. Das glaube ich. Ja. Ach ja. Na, bei uns gab es am 24. die ganz klassisch Kartoffelsalatwürstchen. Und am 25. hat der Schwiegervater Dings gemacht, Hasen. Hab zum ersten Mal Hase gegessen, das war sehr nett. Könnte ich mir durchaus öfter gefallen lassen. Bin am Stand überlegen, wo ich den Hasenstall hinbaue. Ja, doch, so Hase hatte ich eigentlich auch schon länger nicht mehr. Meine Oma hat das früher öfter gemacht zu Kartoffelsalat
Klößen. Der immer so, dass ich muss gucken, es gibt noch eine Person, die noch weiß, wie diese Klöße gehen. Das muss ich mir jetzt unbedingt aneignen, weil der auch schon älter ist. Ja. Das sind so Thüringer Klöße, aber nicht wie man es kennt, so mit Crouton-Zeug drin, sondern wirklich sehr weich. Zum Teil aus gekochten Kartoffeln, zum Teil aus rohen Kartoffeln, die werden dann so ineinander verstampft, so richtig, und auch, das ist kompliziert. Ja. Aber sehr lecker. Und da gab es früher halt oft Hase dazu. Doch, das klingt sehr gut. Muss ich wirklich mal gucken. Mal mit diesem Menschen einen Termin ausmachen. Ich sehe den sowieso noch, der hat auch noch dieses Jahr Geburtstag. Ja. Am 30. Und das ist auch nur erst der vorletzte Geburtstag, auf den ich dieses Jahr muss. Am 31. wird noch jemand 5. Ach was. Ja. Die wird immer eine Party haben, ob sie will oder nicht. Ob sie will oder nicht, genau. Da will ich aber auch nur kurz hin, weil die machen mir tatsächlich ein bisschen viel. Da sind viele Menschen und Für ein Fünfjähriges? Ja, die ich glaube, die feiern dann irgendwie noch so richtig Weihnachten dann mit der ganzen Familie nach oder sowas. Ah, oder in Silvester rein, keine Ahnung. Ja. So, damit unsere Hörer auch wirklich was von diesem Aquariums-Feeling haben, werde ich jetzt ein bisschen Wasser. Also, ja, Wasser lassen, Wasser ablassen und Wasser zulassen. Vielleicht haben sie ja was davon. So. Heiß. Brühwurst. Ich soll dich übrigens lieb grüßen und fragen, ob Katja Pommes dazu haben kann. Sicher, sicher. Kommt einfach vorbei. Wartet vielleicht, bis ich wieder Klamotten anhabe, aber kommt einfach vorbei. Warum sollen wir vorbeikommen, wenn du Klamotten anhast? Wegen mir kommt auch vorbei, wenn ich keine Klamotten anhabe, aber Eintritt 5 Mark. Okay. Das Monster von Mainz Süd. Es wird ja ganz tropisch ohne rum. Steckt ein Schirmchen rein. Genug warm. Und jetzt, wo du es sagst, meine Füße sind kalt. Komm vorbei. Ach, ich war heute Morgen schon einkaufen, das hat gereicht mit da draußen. Wobei ich es jetzt endlich tatsächlich so in der letzten Woche geschafft habe, jeden Tag schön rauszugehen in den Wald. Ja. Auch teilweise richtig große Runden, Strecken, die ich seit Jahren nicht mehr gegangen bin. Ganz über die Höhe, wo du den Ausblick hast und hier 10 Ortschaften sehen kannst. Das ist schön. Sehr cool. Ich hätte ja gesagt, ich gehe an Silvester dahin, aber ich glaube, das sind andere Menschen und dann lasse ich es lieber. Ja, ich hatte mir das auch schon überlegt. Es gibt da so schöne Höhenzüge hier im Westen von hier, wo du dann so einen Blick über
Ja, ich sag jetzt mal so grobe Richtung Bad Kreuznach, Bingen, ne, Nahetal, Rheintal. Ist schon hübsch. Denke, da könnte man auch irgendwie an sowas Silvester nämlich echt schön, ne, sich eine Kanne heißen Tee kochen und da irgendwie nichts setzen und irgendwas anzünden. Ach, anzünden ist schön. Dann nehmen wir Dela mit, die kann das Ja. gut. Okay. Wir machen irgendwann unser eigenes Winterpotstock. Das ist sowieso eine vortreffliche Idee. Hätte ich eine schnellere Internetleitung, würde ich ja sagen, wir machen unseren eigenen Kongress. Ach ja. Mit Live aus dem Blackjack Bällebad. und Bälle sind ja auch drin. Ja. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ja. So, Flo. Huch. Schreckt mich doch nicht so. Schreckt mich anders. Ich werde mir ein neues Messer kaufen, habe ich mir überlegt, von meinem Weihnachtsgeld. Ja? Gandhi ist tot. Echt? Ich sollte dich anders erschrecken. Ich glaube, der ist schon länger tot. Weiß ich nicht. Jetzt, wo du es sagst, doch, ja. Da war bloß eine Nachricht. Was ich erschreckender finde, ist, es gibt ein Gandhi Musical. Okay. Und ich habe ein H vergessen, als ich Gandhi geschrieben habe. Okay. Man hat mal Glück mit der Rechtschreibung, man hat mal Pech. Entschuldigung. Schon gut. Ich war noch nicht darauf vorbereitet. Ja, aber wo wir gerade bei den Nachrichten sind, die schon etwas älter sind, sag mir mal einen Ja. Buchstaben. V. Gut, jetzt sag mir mal eine Zahl bis 50, sagen wir mal. Pi. Dann nehmen wir die davor, weil Französisch kann ich nicht. Wir sind bei The Vancouver Times gelandet. Yay. So, dann gucken wir mal einen Jahrgang. Also gibt es leider nur drei Jahrgänge hier. 1864, 1865 und 1866. Ja, nehmen wir die Mitte, oder? Gut. Und da Monat? Dezember wegen der Aktualität. Dezember. Dann soll ich auch mal gleich gucken, ob der 26. da ist. Ja, oder der 27. Es sind beide da. Ist ja Sehen auch heute. beide identisch aus. Heute 27, du hast recht. Ja. Oh Gott, ja. Oh, joi, joi. So, der 27. Dezember 1865. Was war in den News? Das ist sehr viel Werbung. Das ist sehr viel Werbung. Der Vancouver Daily Evening Post. Sag mal, gab es da was anderes als Werbung drin? Ja, wahrscheinlich wollten sie irgendwie schnelles Internet einführen. Tja. Dann suche ich halt eine andere Zeitung aus. Okay, wir nehmen Y und als Zahl 15. Bei Y kann ich dir nur 11 anbieten. Aber Okay, dann nehmen wir elf. die 4. The Yellowstone Journal. Uhu.
Ja, 11 wäre Yukon World gewesen. Ach, das war auch hübsch. Gucken wir mal ins Yellowstone Journal. 18. Verrutscht. 1891 bis 1901. 1900, bitte. Nein, 1899. Welcher Monat? Dezember. Dezember. Ich könnte dir den 28. Dezember 1899 anbieten. Gerne. Ist ja quasi dann die Meldung von morgen in der Vergangenheit. So. Can you come in tomorrow? Steht hier. Ist auch nur eine Wochenzeitung. He wants to know death in awful form. Irgendwo sind Leute umgekommen. Ach ja, haben sich ja gar nicht verändert, die Nachricht. Ja. First National Bank hat ja was drin. Und die State National Bank auch. Ah, da haben wir noch was Schönes, eine Meldung. Also schön jetzt nicht, aber Earthquake in California. This time many buildings are shaken to the ground. Das klingt ein bisschen, als hättest du die Bild-Zeitung von Yellowstone erwischt. Ja, es gab wohl 4 Tote. Ich kann nicht ganz so viel lesen, weil mitten in diesem Scan so ein Strich durchgeht. Four were killed. Oh, hier ist sogar aufgeführt. Car Bay Rhyme, Engineer of the Westbound Train, W.A. Dixon, Fireman of the Eastbound Train und 2 Tramps, Unknown. Okay. Ah, die Verletzten stehen auch dabei, aber die sind nicht so wichtig. Da stehen keine Namen dabei, nur was die waren. Aber 2 Tramps, Unknown finde ich interessant. Was gab's denn noch an diesem Tag? Weekly Journal. Die Daily Edition 1 Year hat $10 gekostet. Was? Ja. 10 Dollar, die hat im Jahr davor nur 9 gekostet. Wird alles teurer. Wo soll das nur Das hinführen, wenn sind es erstmal 1900 ist? 18D-Dollar. 36 um Schwarzmarkt. Ja. Konntest du 15 Mal für ins Kino gehen. Was ist denn das da für Ja. eine Seite? Happy New Year steht da. Jetzt schon. You want a Happy New Year? You can have it. How? Begin the year right and will go and you will go on right. Yeah, right. Ach, das klingt gut. Das klingt so, als hätte sich nicht allzu viel verändert in all Ja. diesen Jahren. Eigentlich auch beruhigend. Alles wiederholt sich. Ja. Gucken wir lieber in die Yukon World vom 1904 oder 1905. Dann lieber 1904. Nehmen wir wieder den Dezember. Gerne. Mal gucken, was wir da haben. Haben wir da den heutigen Tag? Wenn du ja sagst, wir hätten den 27., dann probiere ich das mal aus. Oh ja, und was für eine Überschrift. Heroic Yaps won the battle. Yeps prepare 1000 armed carts for machine guns. Accident cuts off Pittsburgh Water. War ganz schön was los am Yukon. Ja. Und die Russen haben die 3. Schwadron vorbereitet. Okay. Was immer Aber für ein. wofür? Das weiß ich nicht. Ich meine, war da irgendwas? Es war Vermutlich. noch kein Weltkrieg. Nee.
Huch, wieso bin ich jetzt in, ach nein, da, Dezember. Gucken wir mal am nächsten Tag, ob sich was geändert hat. Vielleicht habe ich da einfach eine große Lücke in meinem Geschichtsdings. Russia now conscious that its navy is very poor. Okay. Heimlich sitzen wahrscheinlich Trump und Putin einfach vor ihren Computern und gucken sich die Zeitung von damals an, was sie als nächstes tun. Ja, damals gab es auch eine Verschwörung. Es ist so spannend. Ich gucke jetzt mal weiter in den Januar. Der 1. Januar 1905. Money on the road. Okay. Okay. Da ist nicht viel drin. Viel hier Dingsbums. Frohes neues Jahr und so weiter. Aber ich lese nirgendwo mehr was von den Japanern. Naja, die Vergangenheit. Ach. Oh, es gibt eine Zeitung, die heißt Wolverine Citizen. Das ist kein Comicbuch. Ich gucke mal, wo die gibt's viel hier. Gucken wir mal die letzte Ausgabe an von 1911. Oder eine der letzten. Ja. So ist das, Buble. 24. Dezember 1911. The Wolverine Citizen. Roosevelt hat gerappt. Steht hier. Pastor seeks to Epic Rap clear his Battles. name. Pastor seeks. Das ist nicht das, was du denkst. Der Reverend C.M. Brewster says he can prove an alibi. Didn't Dynamite Bridge. Ja, er versucht herauszufinden, wie sein Name in diesem Fall aufgetaucht ist. Er hätte zu der Zeit der Brückenbombardierung nämlich praktisches Christentum gepredigt. Ah, Oh je. I see, das Ferkel, Ja. Schatz his brother. ey. Ja, Schatz. Ja. Fired bullet into brother's body when jailed for drinking too heavily. Oh je. Da war was los. Ja. Warship is rammed. Na, na, na. Hat sich wirklich nicht viel geändert. Nee. Zum Glück gab es damals noch kein Social Media. Miss Das stimmt. Peters' body taken to Hamburg. Ach Aber was. scheinbar Hamburg, Ontario. Ich weiß aber auch nicht, wer die Miss Emma Peter war. Mal in Hamburg nachfragen. On train, on plane oder on Tube? On Railroad. Ah. What? Was
sind sehr merkwürdige Überschriften. Du machst lustige Geräusche. Ja, ich bin mein eigenes Twitch-Entchen. Ich weiß, ich drücke gerne auf dir rum. Und dann machst du lustige Blasen. Ja, und Quietschgeräusche. Ja, nennen wir es Quietschgeräusche. Oh, sie hatten aber einen, Curtis und Paige hatten einen Hosen-Sonderausverkauf. Wer braucht denn Hosen? Die Leute aus Wolverine. Was sind denn das für Fotos von Kapuzenmenschen? Ah, der Kuckucksclan. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nein, das sind Kinder. Children bundle up like little Eskimos in fresh air rooms. Built up on school roofs, especially for tubercular pupils. Das sitzen also lauter Kinder in kleinen Kuckucks-Kapuzen. Ah, da steht auch einer an der Tafel. Okay. Ja, es war eine andere Zeit. Es war eine andere Zeit. Ach, ach, ach. Und die Zeitung geht weit zurück. Aber 1958, muss ich sagen, hatte sie noch nicht so diese lustigen Überschriften. Da war das komplette Seitenfließtext. Okay. 1850. Ja. Du sagtest eben 1900, deswegen war ich ein bisschen irritiert. Oh, entschuldige. Das hatte man noch Ausdauer beim Zeitpunkt. Das hat man damals auch gebraucht. Hatte ja auch einen Fernseher. Ja, aber ich sehe gerade, dass der Wolverine Citizen die Zeitung ist von Flint, Michigan. Da, wo das Wasser vergiftet ist. Flint, Michigan. Marvel oder DC? Marvel. Das erklärt einiges. The Pony Sentinel. Pomeroy Republican. Es gibt schöne, gab schöne Zeitungen. Das Zeitungssterben hat die meisten ja umgebracht. Ach, du formst die schönsten Sätze, Flo. The News. Das ist eigentlich ein sehr langweiliger Titel, oder? Pure Poesie. The Newburgh News. Aber ich will jetzt irgendwas, was noch nicht so lange her ist, noch gucken. Zum Beispiel den 2. September 1972 mit den New Straight Times. Okay. Nee, die ist so schlecht gescannt, die kann ich nicht lesen. Was anderes gucken. Ja, das ist manchmal echt, da hat man irgendwas Lustiges gefunden und kann es nicht lesen. Nach 1968 war auch ein schlimmes Jahr. Ich glaube, Spiegel ist das, wo man auch irgendwie so unendlich weit zurück im Internet lesen kann, oder? Keine Ahnung. Kann sein. Das hier ist das Google News Archiv. Das nutze ich manchmal, um alte Comicstrips in alten Zeitungen zu finden. Ja. Der 25. Juli 1968, was hältst du denn davon? Das klingt nach einem schönen Sommertag. Ja,
Oh, und der Columbia High gab's in, wurde ein neuer Direktor bekannt gegeben. Sachen gibt's. Mhm. Und die Susan Hornibrook wurde Königin des Hack-Festivals. Die heißt Horny. Ja. Moment, Moment. Es gibt ein Hack-Festival. Mit U. Ach, leider. Das andere wäre sehr schön gewesen. Ja. Die ist Miss Hackfleisch geworden. Mit dem Gesicht konnte sie auch nichts anderes werden. Nein, das war gemein. Ja. Ja, die arme Susan. Die arme Susan Honey. Ach nein. Ist aber auch nicht viel passiert. Gucken wir mal, was am 3. Mai 1976 in The Morning Record stand. Morning. Morning Record ist in ihrem 109. Jahr aus Meriden, Wallingford, Connecticut. Es war ein Montag. Auch Montage sind natürlich immer montagig. Tja, auch nicht wirklich viel Interessantes passiert. Gut, war ja auch Sonntag davor. Ja, der James. Wenn du Dienstags guckst, ist da. Der James Nadeel ist gestorben. Der hatte eine Plumbing Firm. Als Todesursache oder als Lebensinhalt? Steht das dabei? Er hat seine Frau überlebt. Als Lebensinhalt oder als Todesursache? Naja, wenn die Frau ihn überlebt hätte, wäre das ja die Todesursache, aber... Na, vielleicht kann er einfach nicht kochen, ist verhungert. Na, eine kurze Krankheit steht hier. Ah. Ist noch mehr gestorben. Aber scheinbar keine so wichtigen Leute, die haben alle nur kleine Artikel. Upcoming Events. Daughters of Isabella. Die haben sich um 7.30 Uhr getroffen im YMCA. Nach dem Treffen gibt es Erfrischungen. Okay. Und der Zonta-Club trifft sich am 11. Mai im Coachman's Corner, was immer ein Zonta-Club ist. Das ist alles ganz schön. Connecticut. Ah, YMCA-Kalender. Da ist eine politische Karikatur, die ich nicht verstehe. Will you stop smoking on June 8th? Warum sollte ich am 8. Juni aufhören zu rauchen? Also, wenn ich rauchen würde. Oh, da oben ist ein Comicstrip. Was haben wir denn da? Hitzona. Noch nie davon gehört. Vielleicht das nächste große Ding. Nein, er ist vollkommen unlustig. Der ist so schlecht, dass es nicht mal lohnt, ihn vorzulesen. Sport ist auch nicht interessant. Ah, da ist die richtige Seite mit den Comicstrips. Buzz Sawyer, Andy Capp. Kennst du eigentlich Andy Capp? Nein. Das ist so ein, ich glaube, der kommt ursprünglich aus Großbritannien und ist so ein versoffener Typ, der ständig mit sich mit seiner Frau streitet. Also wie Helga der Schreckliche, nur mit Alkohol. Helga der Schreckliche ist unten drunter. Helga, come help me. In a minute, dear. Now. Oh, all right.
Und sie steht da und kämpft mit Schwert und Schild gegen Barbarenhorden und er kommt angeschlurft. Neck, neck, neck. Ach, ich mag Helga. Ja. Und bei Blondie hat sich ein neuer Office Boy vorgestellt. Ein Chester Sheldrake der Dritte. Er sagt zudem, es ist nur fair, sie zu warnen, in 5 Jahren werde ich ihren Job haben. Und als er weg ist, im letzten Bild sagt er, es ist echt schwer, sich mit so einem Kind warm zu werden wie dem da. Ist auch nicht so witzig, oder? Ich frage mich die ganze Zeit, warum Hitlers Hund einen Office-Angestellten braucht. Das ist auch Deckwood, der Mann von Blondie. Und Blondie gibt es seit Ende der 1920er, also noch vor Hitler. Das okay. Ist so eine Blondine mit großen Brüsten. Ah. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Gasoline Ellie ist... Oh, Archie. Ich mag Archie. Was war denn bei Archie an diesem Tag, am 3.5.? Gee, the new teacher is great. Super, freuen sich Betty und Veronica. Archie sagt, I like the way he jokes around in class. He's friendly too. Und Jughead sagt, yeah. What's so friendly about calling me Blockhead instead of Jughead? Ha 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 ha. Jackson Twins. Und BC. Die berühmten BC-Comics? Kennst du BC? Gibt es seit den 50ern eine Comic über Steinzeitmenschen? Okay. Die Steinzeitmenschen, diese, die man so kennt, diese, also nicht Familie Feuerstein, sondern es gibt doch diese eine Comic-Reihe mit Steinzeitmenschen, die man so kennt, die so voll bekannt ist. Ich habe sie vor Augen, aber ich kann sie nicht beschreiben. Ich weiß es nicht genau, was du meinst. Okay. Vergiss mein Stammeln wieder. Nein, es kann ja sein, dass... Also das sind so Männchen, die in der Steinzeit leben. Und sie tragen Hosen. Weiter hinten gibt es noch einen Dennis the Menace. Ach, das ist eine der Zeit, wo den... völlig verdrängt. Ja, den auch mal gab. Den gibt's immer noch. Seit den 50ern. Krass. Er hat herausgefunden, wo die Katze nachts hingeht. Sein Dad sagt, he goes where the action is. Ja. Okay. Lass mal das mal. Gehen wir lieber weiter zurück in der Zeit. Man merkt, dass wir überhaupt nicht vorbereitet sind heute, oder? Was? Wir sind nicht vorbereitet? Übrigens bin ich jetzt wieder im Besitz, beziehungsweise meine Frau ist im Besitz eines DVD-Players. Oh. Den ich ihr zu Jesus seinem Geburtstag geschenkt habe. Nicht zu ihrem. Deswegen, ich jetzt stolzer Besitzer von Invader Sim und Ren und Stimpy bin. So ein komplettes Serienbox-Dings. Dann können wir da mal. Wollen wir das für Episode besprechen? Richtig, so Episode für Episode. Das wäre doch was Cooles. Müssen wir uns mal absprechen. Können wir machen. Endlich haben wir ein Konzept. Klar, wir haben schon immer ein Konzept gehabt. Muss ich noch den Fernseher Richtung Badewanne kriegen. Das ist nicht so schwer. Außerdem kann man das auf dem Laptop gucken. Konzeptlosigkeit ist kein Konzept. Ach so. Fuck. Ich habe doch keinen Laptop mit Badewanne. Ach so. Aber ich könnte es in Computer einlegen und streamen auf meinen Laptop. Sollte ja gehen. Sollte gehen. Dank VLC ist es ja eigentlich möglich. Theoretisch ja. Ja.
Ja. Hattest du nicht auch noch Themen? Ach, guck an. Ha, ich habe immer Themen, Flo, das weißt du doch. Ich komme nur nie zu Wort. Ich werde mir das merken, Junge. Ja, klar, ich habe auch Themen. Scheiße. ich habe mich mit großer Kunst befasst. Oh. In den letzten Tagen. Ja, denn ich bekam zu Weihnachten ein Walter Mörs Hörbuch von der Frau. Und zwar hier dieses warum ich Weihnachten, nein, warum ich Weihnachten auf der Lindwurmfessel. Den Untertitel habe ich gerade vergessen. Und es ist gar köstlich, weil es dauert nicht lange, es ist gelesen von einem von den drei Fragezeichen. Ich weiß nicht wer, es ist auf jeden Fall nicht Justus Jonas, sondern irgendeiner von den anderen beiden. Also nicht Rohrbeck, sondern irgendeiner, ne, von den anderen beiden Hanseln. Der das im Übrigen sehr, sehr geil vorliest, und ich hätte nicht gedacht, dass er was anderes sprechen kann als ein Detektiv. Und es ist quasi ein witziger Brief, den Hildegunst von Mythenmetz an irgendeinen Aideten schreibt. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe sehr viel gelacht. Andreas Fröhlich. Möglich, ja. Ja, ich habe es gerade gegoogelt. Weihnachten auf der Lindwurmfeste oder warum ich Hamuli-Map hasse, glaube ich. Ja, genau. Und es ist sehr schön, weil dieses Hamuli-Map quasi ein Lindwurm-Analogon zu Weihnachten ist. Und er sehr schön beschreibt, warum das eigentlich ein total sinnloses Fest ist und das eigentlich totaler Schwachfug ist und unlogisch. Und ja, also sehr für Grinches wie mich sehr schön. Werde ich auch mal. Ich habe auch hier noch Mörs Bücher liegen, aber ich habe ohnehin einen Riesenstapel an Büchern hier liegen. Ja, da steht mir auch noch hier, ich hatte den, wie heißt er denn, Labyrinth der träumenden Bücher war, glaube ich, das erste von den Lindwurmfeste-Dingern, oder? Nee, Stadt, glaube ich, oder? Okay, dann habe ich Stadt gelesen und wollte mich an Labyrinth ranwagen und mir wurde beim Aufschlagen des Buches davon abgeraten. Und wollte erst auf den letzten Teil warten. Ist der inzwischen schon draußen? Weiß man da was? Dings. Schloss, ja, müsste sein draußen. Dann werde ich mal klicke Internet und gucken, bei Gelegenheit. Stadt, so, da unten irgendwo muss doch da eine Übersicht sein. Stadt der träumenden Bücher, Labyrinth der träumenden Bücher. Na, wieso ist das jetzt hier nicht aufgeführt? Warum gucke ich nicht einfach? Ich weiß nicht. Da fällt mir auf, eigentlich wäre ja jetzt in den nächsten Tagen voll die gute Gelegenheit, mal in Mainz die ganzen Bücherschränke abzuklappern, oder? Ja, es ist übrigens, die Stadt ist der vierte Band der Reihe. Okay. Also der erste Band ist dann, die 13. Dann nenne er mir die anderen. Ja, der erste ist die 13,5 Leben des Captain Blaubär. Check. Ensel und Grete. Bin ich mir nicht sicher. Kann sein. Rumo und die Wunder im Dunkeln. Gelesen und sehr geil. Dann kommt die Stadt der träumenden Bücher. Gelesen und vortrefflich. Der Schrecksenmeister.
kann sein. Labyrinth der träumenden Bücher. Aha, hier steht es also Schloss der träumenden Bücher. Dieser Roman sollte die Fortsetzung vom Labyrinth sein, sollte im Herbst 2014 erscheinen, wurde dann auf Oktober 2015 und dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Ah, sehr gut, okay. Und dann, die Insel der 1000 Leuchttürme sollte als 2016 als Ersatz für Schloss der träumenden Bücher angekündigt werden, ist aber auch noch nicht erschienen. Der scheint wirklich Narrenfreiheit bei seinem Verlag zu haben, oder? Mhm. Ist dann noch entschieden. Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmahr. Und ja, Weihnachten. Das wollte ich mir auch noch zulegen. Genau, und Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Und es wird nächstes Jahr vielleicht ein Buch geben, der Bücherdrache. Okay. Vielleicht. Vielleicht. Genau, das habe ich mir zu Gemüte geführt und gesagt, sehr, sehr viel gelacht, das war sehr schön. Dann habe ich auf Delas Anraten hin angefangen mit In Schlucken zwei Spechte, wo Harry Rowold seine Biografie diktiert. Mhm. Oh mein Gott, ist das witzig. Bin ich jetzt ungefähr halb durch. Und wie gesagt, wir sind wieder im Besitz eines DVD-Players, sprich, ich konnte endlich mal wieder einen meiner absoluten Lieblingsfilme sehen, die ich schon viel zu lange im den ich schon viel zu lange im Regal vergraben hatte, nämlich Ernst sein ist alles, The Importance of Being Earnest. Ah ja, schöner Film. Selten habe ich Kinofilm so schön theaterhaft gesehen. Ja, also es war, ja, lohnt sich. Ich habe in den letzten Tagen gesehen, dass das schon ja, sprich nur. Spreche er weiter. Nein, ich habe nur gehustet, spreche du weiter. Nein. Ich kann nicht, ich muss Luft sammeln, weil ich Kraken tauchen werde. Also ich habe hier gerade in einem, bevor das weitergeht, wo wir gerade drüber waren, ich habe hier gerade in einer Zeitung einen Sesamstraßen-Comic-Strip gefunden, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Und ich finde ihn zwar nicht lustig, aber cool, den will ich haben. Okay. Also da hängt eine Spinne und sagt, das ist mein Fuß. Und dann zeigt es auf die anderen Füße und sagt, this is my foot, and this is my foot, and this is my foot. Und das geht dann so weiter. Und im letzten Bild sagt sie, ich kann froh sein, dass ich keine Schuhe anhabe, wenn ich die alle binden müsste. Ach. Apropos Sesamstraße, hast du mitbekommen, dass es einen neuen Charakter in der Sesamstraße gibt? Nämlich ein obdachloses Muppet? Ja. Finde ich sehr Meinung cool. Gegenstimmen? Nein. Weil ich hörte einen gewissen Gegenwind von wegen, das gab's doch schon die ganze Zeit, nämlich Oscar aus der Mülltonne. Ja, ist aber der wird ja. Ist der Mülltonne wirklich obdachlos? Nein, der hat doch eine Mülltonne. Ja, eben. Ich hätte eher darauf getippt, dass die Mülltonne das natürliche Habitat eines Oscars ist. Ja, verstehe ich auch nicht. Immer diese Spießer, die wollen, dass alles so bleibt, wie es war. Schrecklich, schrecklich. Ich habe gelesen. Viel Zeugs. Ja. Ich sehe es von hier aus nur nicht. Deswegen muss ich überlegen, was ich gelesen habe. Hast du deine Lesebrille nicht auf?
Das steht so um eine Ecke rum. Also ich lese momentan zum Beispiel den neuen Stephen King, The Outsider. Ja, da sagte die Frau, dass das sowas erschienen sei. Ja. Es ist interessant bis jetzt. Ich habe so 300 Seiten durch. Das ist ja noch gar nichts bei dem King. Ich glaube 700 irgendwas hat er aber auch nur. Also okay. Ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Kann noch nicht allzu viel dazu sagen, aber es liest sich gut. Okay. Und dann habe ich halt auch viel Kleinkrams gelesen. Astrid Lindgren habe ich gelesen. Okay. Die Madita-Gesamtausgabe. Ich habe jetzt auf dem Stapel habe ich dann auch noch Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf liegen. Ja. Und ach, diverse Kurzgeschichten. Ein Sachbuch über den klassischen amerikanischen Zeichentrickfilm. Und das übliche Splatter-Romane. apropos klassischer amerikanischer Comic. Lieber Flo, du scheinst mir dafür der richtige Ansprechpartner zu sein. Ich habe durch einen Zufall Deadpool gesehen. Ja. Sind alle diese Comic-Verfilmungen so unfassbar vorhersehbar schlecht? Deadpool ist nicht schlecht. Ich meine, von der Story her sind die meisten natürlich vorhersehbar. Und wenn du die Comics kennst, natürlich umso mehr. Ich kenne natürlich die Comics nicht, wie du weißt. Deadpool hat natürlich so einen ganz eigenen Humor, der wahrscheinlich bei dir da nicht gezündet hat. Nee, scheinbar nicht. Aber wenn du mal schlechte Comic-Verfilmungen gucken willst, kann ich dir welche empfehlen. Dann wirst du wissen, dass das hier zu den besseren gehört. Ja, aber ich saß wirklich vor dem Fernseher und habe mich gefragt, wie kann so ein Film scheinbar wirklich Erfolg in den Kinos haben, weil du wusstest, also ich zumindest, war mir völlig bewusst darüber, was die Kamera als nächstes nicht wird. Es war nichts Überraschendes, überhaupt nichts. Was ist da los? Ja, aber hast du dir in den letzten Jahren mal Blockbuster angeguckt? Also das ist jetzt nichts Neues. Okay, vielleicht bin ich einfach hart auf dem Boden der Realität aufgekommen und wundere mich über meine Blessuren und blauen Flecken, weil, oh mein Gott. Ich habe die Tage darüber nachgedacht. Man hat ja jetzt immer so gesagt, es ist das goldene Zeitalter des Fernsehens, weil früher war ja das Kino das große. Und dann ist so um das Jahr 2000 rum das Fernsehen zu dem Erzählmedium geworden. Mittlerweile glaube ich, dass das Kino versucht, das Fernsehen immer mehr nachzumachen. Also diese ganzen Franchises. Ja. Und die Serien laufen sich mittlerweile auch tot. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Podcasts! Früher gab es so eine Handvoll Serien, die wirklich speziell waren. Und heute ist ja jede Serie ein Event und irgendwie nervt das mich langsam. Ja. Und mit den Filmen geht es eigentlich mir ziemlich ähnlich. Also, ich weiß nicht. Vielleicht vergrabe ich mich doch wieder lieber in Bücher. Ich wüsste auch nicht, wann ich den letzten Film im Kino gesehen habe, der mich wirklich vom Kinosessel gerissen hätte. Aber wenn ich ehrlich bin, gehe ich ins Kino auch lieber eben für so Popcorn-Blockbuster, weil auf die machen auf der großen Leinwand halt Spaß und du musst nicht groß denken. Hm.
ich habe immer das Gefühl, da ist mir halt Geld zu schaden für. Ja, wobei ich gehe ohnehin nur in so ein kleines Programmkino hier in der Ecke. Auch allein deshalb, weil ich sonst eine Stunde fahren müsste. Ja, gut. Und also da kommst du mit Getränk und sowas 10 Euro raus. Also das geht noch. Ach was. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ja. Ja, ich habe einige Filme in den letzten Tagen geguckt. Unter anderem den ersten Werner-Film, den ich seit bestimmt 20 Jahren oder noch länger nicht geguckt habe. 25, keine Ahnung. Ja. Und ich kannte den Ton auswendig. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass ich den mal als Hörspiel hatte als Kind. Muss so sein, ja. Das ist alles so tief im Hirn verankert. Wenn du magst, lasse ich dir die entsprechenden Comics zukommen. Weil mich hat es halt total fasziniert, wie sehr der Film gegenüber den Comics entschärft ist. Das fällt mir bei vielen Sachen auf. Ich habe auch nochmal versucht, Asterix-Filme zu gucken, so von den neueren jetzt. Ja. Ich werde mit den Filmen einfach nicht so wirklich warm. Die Comics sind cool, aber ich werde die Filme, ich weiß es nicht. Irgendwie komme ich da nicht so richtig rein. Wobei. Ja, was ja gar nicht funktioniert, sind die Realverfilmungen. Ach nein, überhaupt nicht. Aber andererseits, guck dir mal die Realverfilmungen von Cartoons an. Die sind zum größten Teil total für die Tonne. Wenn ich da so an den Inspektor Gadget. Feuerstein fand ich in Ordnung. Ja, gut, ja. Nicht gut, aber unterhaltsam noch. Aber so Sachen wie Inspektor Gadget oder sowas, das geht nicht. Ja, okay. Und mir fällt auf, gerade wenn man so ältere Cartoons oder Zeichentrickserien guckt, warum haben die so schrille, quietschige, nervige Synchronisation? Das sind Stimmen, die gehen überhaupt nicht. Mhm. Das stimmt. Ich bin ja schon genervt, wenn ich so diesen klassischen Donald Duck schnattern höre. Ja. Ja. Schade, dass es davon keine Realverfilmung gibt. Ja. Hörst du die Stimmen im Hintergrund? Ich habe die Tür zum Treppenhaus auf. Willkommen im Podcast. Was ich die Tage auch geguckt habe, ist ein Film mit dem schönen Titel Barbarian Queen. Ja. Also so ein Barbarenfilm. Ja. Der nicht gut ist. Ja, klar. Aber es war doch, interessant. Okay. Ja. Aber mehr dazu vielleicht ein anderes Mal. Ich glaube, wir haben auch die Stunde voll, oder? Weiß ich nicht. Ach, jetzt wird da rumgeschrien. Warte mal. Ja, ich warte mal.